So, moin, ihr Lieben. Hi. Hier ist Sami und Hans, ne? Kennt ihr schon? Peters Landwirtschaft ist klar. Und das Thema, warum wir uns jetzt hier einfinden auf dem wunderschönen Strohballen. Ja, versucht das jetzt mal hier einzufangen ein bisschen. Auf 6 Meter Höhe. Ja, mindestens. So, gucken gerade auf die Gänse und im Hintergrund auch ein bisschen die Schweine und im Hintergrund wird auch noch gedroschen. Also mitten im Sommer und ja, die afrikanische Schweinepest und die Rettungshalle. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen entwickelt. Und jetzt geht es darum, nochmal irgendwie, deswegen ist Sami hier, er ist sozusagen der Bauleiter. Wir werden nicht das machen, wie wir ursprünglich uns das ausgedacht haben, mit einer Rundbogenhalle, weil das gibt nämlich Probleme mit der Baugenehmigung und wir brauchen was Flexibles, irgendwas, was ich irgendwo aufbauen kann und dann auch wieder zusammenbauen kann. Und Sami hat sich jetzt hier was ausgedacht, weil es eine gute Lösung ist. Also im Grunde genommen haben wir beide uns was ausgedacht, denn ohne das Feedback von hier wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Genau, also darauf wollen wir euch jetzt schon mal gedanklich darauf vorbereiten, dass die Rundbogenhalle quasi nicht das Nonplusultra ist, sondern wir festgestellt haben, wir brauchen eine Lösung, die flexibler ist und die im Zweifel auch abbaubar und wieder aufbaubar ist. Also an jeder Ort und Stelle, genau, aber ja, auch von mir alleine und nicht mit einer Hundertschaft von Leuten. Genau. Keine großen Maschinen, außer den Werkzeugen, die vor Ort sind und... Genau, und das ist jetzt das Projekt, dafür wollen wir das Geld ausgeben. Das ist das Geld, was Sami dann bekommt und und mal gucken, wie es am Ende aussieht. Das ist jetzt nur eins von sicherlich noch mindestens einem Video, um euch teilhaben zu lassen an diesem Prozess. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Das ist unser Baumeister. Der bekommt quasi unsere Kohle und soll daraus was Gutes basteln, was am Ende ein super Ergebnis ist und eben auch die Voraussetzung erfüllt, für die Schweine unter Dach zu sein. Alles klar. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.